Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Sony Vegas Tutorial. Das Thema wird sein Liquid bzw. Chrombuchstaben. Dafür benötigen wir als erstes einen Videotrack, fügen den ein, ziehen uns ein Bild oder ein kleines Video rein, je nachdem, was ihr als Hintergrund haben wollt. Dann erstellen wir uns zwei weitere Videotracks und stellen bei dem oberen Videotrack in dem Compositing-Modus Multiplizieren Maske ein. Im zweiten Videotrack stellen wir im Compositing-Modus Benutzerdefined ein und fügen Sony Heatmap hinzu. Hier stellen wir die Amplitude auf 0,076. Und die Erhöhung auf 0,036. Die Klette verringern wir auf 9. Und dann haben wir auch schon alle Einstellungen gemacht. Jetzt können wir mit unserem Text loslegen. Dazu gehen wir auf Textmedium einfügen, geben unseren Text ein suchen uns noch eine Schriftart aus. Ziehen uns das noch so lang, wie der Spot sein soll. Und jetzt gehen wir an die Bewegung. Dazu gehen wir auf Event Panorama Cropping. Verkleinern erstmal das Fenster bzw. vergrößern dadurch unsere Buchstaben. Als erstes auf dem ersten Frame gehen wir mit dem Fenster ganz nach links. Und als letzter Frame gehen wir mit dem Fenster ganz nach rechts. Später könnt ihr natürlich eure Animationen selber bestimmen. Ich wähle jetzt nur mal diese, weil da sieht man eigentlich am besten den Chrom-Effekt. Jetzt kopieren wir uns unser Text, fügen den in den oberen Videotrack ein und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Freue mich über eure Comments. Das war's schon. Auf Wiedersehen. Stay my channel.